Boltenhagen, ein reizvoller Badeort direkt am Meer. Ein Urlaub an der mecklenburgischen Ostseeküste ist ein einzigartiges Ereignis. Eine Mischung aus Entspannung, Spaß an sportlichen Aktivitäten und natürlich Lust auf mehr. Ein perfektes Urlaubs- und Reiseziel, das das Herz eines jeden Besuchers höher schlagen lässt. Doch gerade auch in der Tourismusbranche wird die Suche nach Arbeitskräften immer wichtiger. Boltenhagen hat sich da etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Montag, der 22. Juli, 11 Uhr vormittags. Sozialministerin Stefanie Drese besucht im Rahmen ihrer Sommertour das Integrationsprojekt in Boltenhagen. Ziel, die Vermittlung von Praktikums- und Arbeitskräften aus der Gemeinschaftsunterkunft Opal. Seit Beginn des Jahres konnten so bereits 6 Bewohner aus der Flüchtlingsunterkunft in Arbeit gebracht werden. Für Bürgermeister Ralf Wadecki ein Vorzeigeprojekt. Initiator war die Kurverwaltung. Dort kommt natürlich immer die Problematik drauf, ey, wir haben keine Arbeitsplätze, wir müssen Ruhetage einlegen, auch in der Hochsaison, obwohl jetzt ja auch das Geld für den Winter verdient werden muss. Und dann hat man einfach gesagt, Mensch, lass uns doch mal da die Kompetenzen und die Menschen zusammenbringen. Hatten da diverse Schwierigkeiten bei der Bürokratie, aber auch das hat man dann Stück für Stück auflösen können, sodass daraus dann ein gutes Projekt entstanden ist. Entstanden ist das Projekt aus der Kooperation der öffentlichen Kurverwaltung mit dem Deutschen Roten Kreuz, welches auch die Unterkunft in Opal betreut. Der DRK-Kreisverband Nordwestmecklenburg funktioniert dabei als Schnittstelle zwischen den Unternehmen, den Geflüchteten, der Tourismusbranche und der Stadt Boltenhagen. Wir wollen anknüpfen an unser bisher schon erfolgreich gestartetes Projekt, Flüchtlinge hier in Boltenhagen in Arbeit zu bringen. Ich leite die Gemeinschaftsunterkunft in Opal und wir haben dort über 200 sehr engagierte und motivierte ausländische Mitbürger, die auf dem Weg der Integration sind. Und wir haben uns halt mit Boltenhagen zusammengeschlossen. Die sind auf uns zugekommen und haben gesagt, Mensch, wir brauchen Leute, die hier arbeiten. In Boltenhagen stößt das Projekt auf reges Interesse. Für Drese und für die Geflüchteten bedeutet das eine Chance darauf, den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. In der Diskussion kommt ganz, ganz häufig immer nur, es ist zu viel, die Aufnahme ist schwierig, die Schulplätze fehlen. Und hier wird einmal gezeigt, wie gut wir zusammenleben und dass beide Seiten etwas davon haben können. Denn so ein Ostseebad Boltenhagen hat natürlich gerade in der Sommerzeit auch viel Bedarf, helfende Hände zu finden. Und von daher ein ganz toller Projektansatz und ich freue mich, dass ich mir das heute hier genau angucken darf. In Boltenhagen hat man die Zeichen der Zeit erkannt. Dies ist ein großer Erfolg für die Immigration, aber auch für die Unternehmen und Touristik vor Ort. Ein Beispiel also, das Schule machen kann.